Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Letzte Folge haben wir Faust am Hafen erreicht. Dank des alten Herren, dessen... Was war's nochmal? Ach ja, Wingull, die gerettet haben. Und ich sehe gerade, hier unten dieser Kanal blitzt so schön auf. Ich klicke ihn gleich mal an. Willkommen beim neuen Videonavi. Mit uns bist du stets auf dem Laufenden. Weiter. Wer Street Pass, kannst du mit anderen Spielern Nachrichten austauschen? Ja, bitte. Ja, ich möchte das aktivieren, bitte. Wenn du, ja. Hier ist die Nachricht von Oshön. Was? Es gibt eine Einmeldung? Ein kleines Peko. Ach so. Okay, die berichten gerade irgendwie von mir. Langweilig. So, wir werden jetzt hier oben mal schauen, was sich hier so schönes befindet. Ich kam mal ganz kurz in mein Pokémon-Team, wie es so aussieht mit der Verteilung. Ja, 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 ist ganz okay. Ich glaube, ich gehe aber nochmal ganz schnell vorher ins Pokémon-Center, welches auch hoffentlich hier ist. Hallo? Da ist eins, sehr schön. Gut. Guten Tag, willkommen im Pokémon-Center, wieder in der Pokémon-Center-Tapfe. Sollen wir der Pokémon-Team fit machen? Ja, bitte macht es mal fit. Oh, Sie haben so schöne Pokémon, junge Dame. Kann ich sie alle haben? Nein. Oh, schade. So. Tschüss. Alles klärchen. Und jetzt. Jetzt sind wir endlich so weit, hier oben hinzugehen. Oh, Mann, wie kalt. Oh, da ist einer im Wasser. Der angelt. Ich will auch angeln. Los, wir angeln jetzt auch mal. Das Wasser ist blau. Das Wasser ist tiefblau. Das Wasser ist tiefblau. Das Wasser ist tiefblau. Okay, diesen Schritt von allein zu angeln geht unser Charakter offenbar nicht. Angeln ist doch. Oh, ich bin zu dumm. Ja, lad mal schneller. So, nochmal. Tasche. Basis-Item. Angel. Kann ich die irgendwie... Nee, ich möchte die irgendwie registrieren. Aber ich stehe jetzt voll registriert. Was passiert jetzt? Kann ich jetzt... Ah, so, auf Y. Gut. Oh, bestimmt kein Carpador. Dem, 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 dem. Es ist zum Glück kein Carpador, ja. Oh Gott. Los, Pantakoni! Attacke mit. Ja, Tackle, was auch sonst. Mensch, Platscher, jetzt wird's richtig ernst. Was? Moment, das Carpador hat eine höhere Initiative als Pantakoni? Das ist ein wenig strange, aber gut. Carpador sind doch nicht so schlecht, wie alle denken. So, Beutel. Und ich wollte mal sagen, wie viele Pokébälle habe ich noch? Oh. Na gut, es muss reichen. Pokéball los. So dumm. So dumm. Oh yeah. Carpador wurde gefangen. Sehr schön. War es eigentlich männlich oder weiblich? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Gucken wir mal. Es ist, ja, 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 du wurdest registriert. Dieses Bild sieht so ugly aus. Okay, Carpador ist ein armseliges Pokémon. Das ist schon mal total nett. Nur das Blatt, das nur platschen kann. Ja, sein merkwürdiges Verhalten hat so manchen Wissenschaftler zum Forschen angeregt. Ja, was war es denn jetzt? War es jetzt männlich oder weiblich? Oder? Okay, es ist männlich. Da ich auf meiner Liste noch keinen Carpador hab, nenne ich das einfach mal irgendwie Carl. Total random. Weil ich gerade nicht weiß, wie ich es nennen soll. Was jemand dann in Garados sein will, fange ich einfach noch einen Carpador. Ist ja kein Problem. So. Sehr schön, haben wir das auch erledigt. Kann man noch andere Sachen mit Angeln fangen oder so? Ich bin mir gerade nicht sicher. Naja, egal. Jedenfalls werde ich mal Pantakoni nach hinten nehmen. Und die Kyo das machen lassen. Der junge Mann hier will bestimmt kämpfen, stimmt's? Was machen Angler eigentlich, wenn sie mal auf Toilette müssen? Wenn ich daran denke, dass währenddessen ein großer Fisch anbeißen könnte. Vielleicht nicht alleine angeln gehen und da eine passt dann der Weile auf oder so? Ich weiß nicht. Ist eine interessante Idee. Okay. Okay, ich mache einfach mal Biss. Wegen Step und so. Oh, Glück gehabt.
Kyo, du bist die Größte. Die der Größte. So, und jetzt auch mal bis und das war's schon. Mensch. Nein! Oh, Menno. Stresst mich doch nicht mit sowas. Meine Güte. Und nochmal. Ich raste nicht aus. Okay, oh, jetzt greif an. Nein. Au. Los, Kyo. Jetzt, genau. Und zeig's ihm. Oh. Blöd ist ja. Jetzt kommt ein Volltreffer. Oh, meine Güte. Oh, na gut. Ich schüttel gerade den Kopf, falls ihr es nicht seht. Immer noch reichen ein paar Level 13. Oh, Schlüffler. Wow. Bekannte Attacken erlernen. So. Ich lege gerade ernsthaft, ob ich nochmal zurückgehe und mich um Kyo kurz kümmere. Und ich denke, das werde ich auch tun. La, 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 la. Oh, Tentakel kann man ja auch fahren. Wow. Okay. Wann ich das gesehen habe, unten war ein Schatten von Tantara auf der Pokédex-Suchliste. Ihr wisst schon. Im Pokédex-Navi, genau, das war's. Komm bald wieder vorbei. Ja, ich komme bald wieder vorbei. Okay. So. Da kann man sehen, bei Carpador unten, oben in der Ecke. Oh. Sehr schön. Okay. Ah, das sieht mir aus wie ein Wanderer. Mein Heimatdorf liegt weit vom Meer entfernt. Deshalb wollte ich schon immer mal Höhlen besuchen. Okay, das ist in Ordnung. Wer bist du? Wie? Aha. Backpacker. Was? Brandon? Brandon! Hey, Brandon! Mit deinem Bubelt. Oh, ich dachte schon, das steht auf allen Vieren, aber es liegt doch nur dumm rum. Schön, tolles Bummelz, ja, sehr schick. Bis. Das habe ich mir besser vorgestellt. Oh. Kyo. Bis. Und noch einmal. Ach, sehr schön. Bummelz schläft. Das ist gut am Bummelz. Das greift mir jetzt weit runter an. Das ist äußerst entspannend. Und zapp. Das war's. Pandakon, ihr rasch Level 13. Säuselstimme. Oh, ja klar. Eine Feenattacke. Nehmen wir mal Gesichter. Ja. Wow, da kann Pandakon jetzt eine normal und eine. Ja. Feenattacke. Nicht schlecht. Immerhin etwas. Ja. Oh, 312 ist ganz mal so wenig. Hier oben vielleicht etwas versteckt. Nein, nein, dreht. Ach, doch, hier ist was. Sehr schön. Mami, fällt das Item Protein? Und ist das ein hohes Gras? Nein. Was sagen Sie dazu? Was findest du besser? Angeln im Meer oder im Fluss? Im Meer. Keine Ahnung. Was wollen Sie von mir? Gehen Sie weg. Alois. Oder Alois? Alois? Ich weiß es nicht. Ein Carpodo. Oh nein. Bis. Ich sehe schon. Kyo ist ein guter Lead. Der macht das alles. Ich muss schon sagen, ich mag Fifien. Ich glaube zwar nicht, dass er bis zum Ende im Team bleiben wird. Also sie. Ach, ihr wisst schon. Aber. Ach, mal sehen, wie weit es geht. Ich werde bestimmt noch ein paar Mal mein Team wechseln. Einige Pokémon jedenfalls. Also, ich glaube nicht, sie bleibt ewig drin. Vielleicht haben einige Glück. Mal gucken. Ja, weiter. Wobei. Ach nein. Ist wieder ein Tentara. Och, bitte. Nee. Oh Gott. Hm. Oh, Volltreffer, please. Wow. Das war gut. Mensch. Los, Kyo, nochmal. Not bad. Ich bin beeindruckt. Sehr gut. Du besiegst Alois. Ja, ich habe gerade so spektakulär verloren. Genau wie beim Tiefseefischen.
Ach, selbst das. Lol. Okay. Schnell weiter, bevor dieser Typ uns nochmal anquatscht. Creepy Typ. Gut. Ich denke mal, hier unten geht's weiter. Und ist hier noch irgendwas? Nein, nein, nein. Okay, wir gehen einfach mal rein. Granithöhle. Hier gibt's Kleinsteine auf jeden Fall. Sehe ich wieder unten. Oh, 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 wer ist denn das? Hallo? Hey, du! Dort vorne ist ein schrecklich... Was? Es wird schrecklich dunkel? Das macht das Erkunden ganz schön schwierig. Aber das Motto von uns Wanderern heißt, jedem aus der Klemme helfen. Deshalb bekommst du jetzt das von mir. Oh, wir haben Blitz erhalten, was keine VM ist. Cool. Vielleicht kann irgendeine arme Seele Blitz erlernen. Ich schau mal kurz nach. Wer wird es sein? Wer muss Blitz lernen? Oh Gott. Das ist jetzt verdammt schwer. Ich probiere es erstmal ohne Blitz. Mal schauen, wie weit wir kommen. Huch, was ist denn da los? Ja, bitte? Hey, nicht vordrängeln! Hey, nicht vordrängeln! Niemand kann sagen, was genau auf dem Höhe... Was? Ich spür doch nur zu dry. In letzter Zeit kommen hier sehr viele vorbei. Die wollen die Höhlenmalereien sehen? Aber... Ich komme nicht weiter. Das ist fies. Ich glaube, wir müssen voll gegen Camillo kämpfen. Na, von mir aus. Camillo hat meines Erachtens ganz viele Kampf-Pokémon. Wir haben... Was haben wir denn alles Gutes gegen Kampf-Pokémon? Wir haben Diana. Sie ist ein Flug-Pokémon. Wir haben... haben wir noch? Wir haben Melody, sie ist ein Psycho-Pokémon. Und das war noch gut gegen Kampf. Das war es eigentlich schon aus unserem Team. Ne? Ja, okay, ich denke mal, dass Melody und Diana das alles schon machen werden. Ich vertraue den beiden Damen. Nuffas haben wir auch noch. Sean, der wird uns auch aus der Fäkalienreiterei reiten. So. Diana mal nach vorne, Melody hinterher. Läuft schon. Sehr schön. Alles klar. So, wo ist die Arena? Hier. Dann stimmen wir halt die Arena vorher, wenn es unbedingt sein muss. Puh, meine Güte. Huch. Huch, schon der erste Kampf. Das schätze mich bloß nicht. Sonst brauchst du dich nachher nicht wundern, weil du heulst wie ein Baby. Oh, watch out, wie Gott der Bett ist over here. Wow, das ist mal extrem dynamisch. Meditier. Oh Gott. Auch noch Psycho. Flügelschlag. Was sagst du dazu? Ja, dann mach dich mal bereit. Zu verlieren. Los, Diana. Bitte, hör doch auf mit sowas. Diana schläft schon. Schau sie dir an. Und zack. Sehr schön. Das läuft doch super. Bisher jedenfalls. Und es gibt gut XP. Und der Rest bekommt auch was. Ach, das war's schon. Ich dachte, da kommen noch ein, zwei. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Oh, interessant. Ah, ich verstehe. Das ist ja, warte mal, das ist ja cool. Das ist wie eine Umkleidekabine. Wow, okay. In der Kraft liegt die Gerechtigkeit. Hey, ja! Das habe ich sehr energisch vorgelesen, ich weiß. Oh, Mann. Wieder einer mit einem Pokémon und Level 13. Das ist schon fast unfair. Diana macht hier alles kaputt. Oh, ich brauche sogar drei Hits diesmal. Da bin ich ja mal gespannt. Er pumpt sich auf. Ja, ich nehme ihn nicht ernst. Ich nehme ihn wahrlich nicht ernst. Bist du mal fertig? Oh, da muss ich ja laut wählen. Entschuldigung. Okay, und weiter geht's. Ja, 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 ja. Das wird ganz einfach. Kyo erreicht Level 15. Mensch, Kyo.
der Hinterhand werde ich auch noch stärker. Ist gut, junger Mann. Ist gut. Okay, wie geht's jetzt weiter? Ach, das sieht übelst geil aus. Okay, ich muss jetzt hier lang, da lang und dort lang. Oh, oh Gott. Oh Gott, okay. Wir reden erstmal mit der jungen Dame hier. Den Kampf gegen dich übernehme ich. Es gibt keinen Grund, extra Camillo zu belästigen. Ach so. Ich belästige Camillo. Belästige? Das glaube ich weniger. Okay, noch ein Medit hier. Also was Neues lässt sich auch nicht einfallen. Und ja diesmal sogar zwei Pokémon. Was wiederum bedeuten kann, ja genau, dass sie jeweils schwächer sind. Und ja, Diana muss nicht wirklich groß was tun. Immer mal ein bisschen Flügelschlag und die Sache ist gegessen. Oh. Oh, oh. Ja. Oh ja. Das war sehr effektiv, in der Tat. Okay. Es ist eigentlich schon fast zu schade, jetzt wieder Flügelschlag einzusetzen. Aber ich habe dafür so viel AP. Ich spamme sie einfach. Wenn es wieder so weitergeht, mache ich das mit Diana hier alles allein. Und das eigentlich nur, weil ich zu Troy will. Ich dachte wirklich, dass ich die Arena erst danach machen werde. Und noch einmal, Rollo, bitte weiterkämpfen. Diana braucht noch ein paar XP, weißt du? Los! Oh yeah! Ob danach noch ein Trainer kommt? Werden wir sehen. So. Hat sich das jetzt auch erledigt? I'm sorry, but I'm awesome, ne? Okay. Illegal erreicht Level 14. Naja. Ach, schöner Schuh hast du übrigens. Okay. Gut, ich werde hier oben so lang gehen. Kann ich? Nee, doch, ich kann. Oh, jetzt habe ich jetzt ein bisschen den Weg vergessen, aber so müsste es gehen, hä? Ja. Ah, da ist er auch schon. Camillo. Schaffen wir den noch? Ja, den schaffen wir noch. Was macht er da? Schiebungen? So genau weiß das wohl niemand. Ich frage ihn einfach mal. Ich bin Camillo, der Arenaleiter von Fausthauhafen. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert. Und sowohl in der Höhle in der Nähe der Stadt, als auch an den Geräten hier in der Arena trainiert. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, was du drauf hast. Bom, bom, bom. Bam. Dead Face. Okay, Camillo möchte kämpfen. Okay, von mir aus. Eine Herausforderung von Arenaleiter Camillo. Ja, und Macholo. Okay, gut, von mir aus. Oh, ja. Und mein Lied ist nach wie vor Diana. So, und Flügelschlag. Das ist schon fast lachhaft. Ach, da kannst du einen Überblick machen, wie du willst. Okay, und Kampf und nochmal Flügelschlag. Alles klärchen. Ich guck noch gerade nochmal. Boah, jetzt ist immer so klar, ne? Ach, egal. Er schreckt mich nicht drüber auf. Pantakoni. Makuhita wird er einsetzen. Ich wechsle mal. Die Melodie ist ja auch nochmal drankommen. Sie sollte ja auch in der Arena kämpfen. Oh, Diana, du hast uns den Weg perfekt hierher gebahnt und Melody übernimmt den Rest. Meine Güte, noch nicht einmal voll entwickelt und schon geht's los hier. Konfusion dürfte reichen. Mal schauen, wie oft ich es einsetzen muss. Oh, nur zweimal, außer es kommt noch ein Trank. Protzer. Interessant. Würde nicht viel bringen. Greife mir das speziell an. Und das war's auch schon. Trotz des Levelunterschieds habe ich gewonnen. Ach, schön. Okay, so hoch war jetzt auch wieder nicht. Du besiegst doch kein alter Camillo. Du und dein Team, ihr habt mich umgehauen wie eine mächtige Welle. Tja, tja, tja. Dafür war wirklich noch genug Zeit. Nicht schlecht, nimm diesen Orden. Du hast ihn dir verdient. Oh, gar nicht mal. Ah, schick. Gar nicht mal so schlecht. Yumi erhält den Knöchelorden von Camillo.
Dank des Knöchelordens werden dir alle Pokémon bis Level 30 gehorchen. Auch die, die du per Tausch erhalten hast. Hier, damit kannst du bestimmt auch was anfangen. Damit werden deine Pokémon zu echten Muskelmon. Oh, Protzer. Ja, danke. Ja, das macht das echt. Ja, danke. Das unbedingt brauche ich das. Ja, ganz genau. Ja, ich gehe gerade in die Höhle. Ein wirklich faszinierender Ort mit einer jahrtausendalten Wandmalerei. Vorhin habe ich beim Bekannten... Okay, gut. Jetzt habe ich getriggert, dass ich da rein kann. Vorher habe ich meinem Bekannten Troy davon erzählt. Und er ist sofort voller Freude zur Höhle gestürmt. Sehr schön. Jetzt werden wir Troy in der Höhle finden. Wow. Und raus hier. Das haben wir dann wohl geschafft. Nochmal kurz ins Pokémon Center gehen und unsere Diana und unsere kleine Melody wieder auffrischen, erfrischen, befrischen, frisch machen. Auf jeden Fall werden alle aufgeladen. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon-Team sind topfit. Ja, ich weiß. Und weiter geht's. La, 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 la. Jetzt aber. Jetzt können wir hier rein. Und jetzt können wir Troy auch finden. Hoffe ich. Aber ich sage bis dahin mal ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es der heißt, Jumi, let's play Pokémon Omega Rubin. Bye.